seid, habt ihr auch das Problem bei euch am Arbeitsplatz, alles durcheinander und ihr findet die Sachen nicht? Oder ihr habt gebastelt und dann ist alles so chaotisch? Da möchte ich euch heute helfen. Wir basteln heute eine Box, wo ihr alles organisieren könnt. Ob es die Filzstifte sind, die Buntstifte oder alles andere. Ich habe eine Box genommen und, Augenblick, oben die Kante, halt, so rum war es, den oberen Teil weggeschnitten. Das kann man natürlich mit der Schere machen, aber besser ist es mit einem Cuttermesser. Fragt eure Eltern, ob sie euch dabei helfen. Dann nehme ich ein Lineal und messe nach. Hier sind es 9,5 cm. Oh, hier ist ein bisschen mehr. Hier ist auch wieder anders. Und hier ist auch wieder anders. Aber das ist nicht schlimm. Es sieht ja ungefähr gerade aus. Ich schaue mir die Box an. Ist sie gut dicht? Hier an der Seite könnte ich sie vielleicht noch zukleben. Da könnt ihr Tackband nehmen oder ich nehme gerne Tesakrepp, weil ich da drauf malen kann. Und die andere Seite klebe ich auch noch so. So, jetzt ist meine Box schon mal so dicht, dass wenn ich Sand drin hätte, dass er nicht raus kann. Jetzt, wenn wir in die Box reinschauen, dann sehen wir hier diese zwei Teile vom Falten. Das ist ein bisschen unpraktisch, wenn man kleine Sachen drin hat, die rollen immer darunter. Deswegen mache ich es immer so, dass ich erstens diese Teile festklebe. Und zweitens suche ich mir ein Stück Papier. Ich habe jetzt ein Stück Karton gefunden, der genau reinpasst. Perfekt. Seht ihr das? Wie gut ist das denn? Also Karton raus. Komm her. Wunderbar. Und ordentlich Kleber drauf. Da dürft ihr ausnahmsweise mal so richtig sauen und ordentlich einschmieren. Das muss halten, bis ihr nicht mehr basteln wollt. So, ordentlich Kleber drauf, Kleber schnell zumachen, in meine Dose rein, den Pappkarton schnell rein und jetzt feste drücken. Da braucht man Kraft. Richtig feste andrücken, damit das auch ja lange hält. So. So, jetzt ist erstmal mein Karton so, dass wenn jetzt da was drin ist, nicht unter diese Deckel rollt. So, mein Papier schon vorbereitet. Da werde ich ein so schönes Papier draufkleben. Bevor ich das aber mache, weißes Papier ist langweilig, würde ich empfehlen, es zu dekorieren. Ihr könntet ein Bild drauf malen, ihr könnt euren Namen drauf schreiben. Ich habe mir jetzt überlegt, ich habe so ein Rest Geschenkpapier, ganz hübsch eigentlich mit den Vögelchen. Ich habe mir überlegt, ich klebe da Vögelchen hin und die schneide ich natürlich nicht ganz genau aus, weil erstens ist ja mein Papier weiß und zweitens, wenn ich die jetzt ganz, ganz genau ausschneide, das wäre eine ziemliche Arbeit. So, einmal Vögelchen. Und dann hatte ich schon vorbereitet ein paar Blümchen. Dann mache ich eine Linie hin. Schups. Dann kann ich das abschneiden. Schups. Aufheben. Wunderbar. Auch aufheben. Alles immer aufheben, ne? Nicht vergessen. Wir wissen ja nicht, was wir noch mal vorhaben. Jetzt bräuchte man ein Stück Zeitung, denn ich will meine Vögelchen richtig gut ankleben. Das heißt, ich sollte wirklich über den Rand gehen, damit wirklich die Kanten kleben. Das sind die
Blümchen und die waren so nach unten. So. Und diese zwei Vögelchen kommen dazu. So, einmal. Jetzt kleben wir euch hier drauf. Halt, meine Zeitung brauche ich ja dafür, damit ich nicht den Tisch voll schmutzig mache. Das wäre doof. Auch da wirklich schön die Ecken und die Kanten und in der Mitte. Und dann kleben wir das auf unseren Karton. So, jetzt habe ich meine Box beklebt. Hat einen Augenblick länger gedauert. Und jetzt geht es darum, im Innenleben noch ein bisschen etwas hineinzutun. Ich könnte alles reinschmeißen, aber dann fällt mir ja alles durcheinander. Ich habe vorbereitet eine Taschentuchbox. Die lege ich dorthin und klebe sie fest, entweder mit einem Klebestift oder mit flüssigem Kleber. Das würde ich jetzt bevorzugen. Da muss ich nur einmal kurz aufstehen und den holen. Augenblick. 1, 2, 3. Streck holen. Das, wenn man die Sachen nicht bereitlegt. Also so ein flüssiger Kleber hält ein bisschen besser, wie macht natürlich auch größere Sauerei. So. So, kleben wir fest am Boden. Diese Box ist dafür da, dass ihr eure Papierschnipsel drin sammelt, die wir ja alle immer schön aufheben, um sie für ein anderes Projekt zu benutzen. Dann braucht ihr noch eine Milchflasche. Ich habe jetzt hier so eine kleine, es kann aber auch eine lange sein. Ihr könnt genau gleich lang machen. Ich mache es immer ein bisschen kürzer. Also, feste reinschneiden und einmal rundherum. Manchmal kommt das so lange vor. So, jetzt habe ich hier so einen Behälter, die habe ich vorher gewaschen. Ganz wichtig, weil sonst stinkt es. Gut, also die klebe ich mir auch hier rein. Und ich habe noch eine zweite. Passt die daneben? Nein. Dann klebe ich die vielleicht beide da so rein. Genau. So, so. Die sind nämlich ein bisschen unterschiedlich in der Höhe. Jetzt habe ich zwei Fächer. Oder vielleicht klebe ich die noch nicht. Ich warte noch. Ich habe noch solche Trinkfläschchen. Die kann man hier hinkleben in die Ecke, hatte ich mir gedacht, weil ich suche immer meine Schere. Und da ist mein Scherenplatz und da kann ich auch meinen Bleistift, weil ich suche immer den Bleistift bei den Buntstiften, den Bleistift da rein. Und halt, stopp, andersrum, sonst ist die Spitze gleich kaputt. Ich habe noch einen zweiten, den würde ich abschneiden. Ein bisschen schwieriger, da muss man richtig mit Gewalt dran gehen. So, jetzt habe ich ein bisschen kürzer geschnitten. Ups. Oh, sieht nicht sehr schön aus. Machen wir noch ein bisschen gerade. Gar nicht so einfach. So. Gucken, dass man keine scharfe Kante hat. Und das könnte ich mir jetzt daneben stellen, weil da könnte ich jetzt meinen Kleber reintun. Jetzt habe ich, glaube ich, wenn ich jetzt vom Platz bei meiner Box passt, klemmt sich das dann so ein. Ich das jetzt so festmache. Dann kann ich da den Kleber parken. Hier kann ich meine Schere und meine Bleistifte parken. So, also, jetzt habe ich einen Plan. Die würde ich so hinsetzen, denn ich sammle ja alles Mögliche. Ich sammle Korken, Garnrollen. Das, was ist das? Das ist der Deckel von meinem Klebestiften. Von einer, hier nochmal so ein Klebestiftdeckel. Natürlich den Deckel von meiner Milchsache. Auch das könnte man noch aufheben, aber mal gucken, ob ich das. Und dann ganz wichtig, immer alle Deckel von Filzstiften und sonstigen Sachen, die ausgetrocknet sind, aufheben, nicht wegwerfen. Damit kann man ganz, ganz toll basteln. Und das tue ich in meine Box hier rein. Und dann
Ja, jetzt muss ich das noch festkleben, weil sonst, wenn ich es hochhebe und euch zeige, dann fällt die ganze Geschichte in der Gegend. Da packe ich jetzt meinen Kleber, meine Schere, meine Stifte, meinen Bleistift. Für meine Filzstifte und Buntstifte habe ich so Körbchen. Und was macht ihr, wenn ihr keine habt? Dann könnt ihr so eine abgeschnittene Milchflasche nehmen, Tüte nehmen oder eine Blechdose. Also die ganzen Sachen noch rein. Papierreste. Alles gut organisiert. Und das nächste Mal, wenn ich loslege beim Basteln, rutscht mir nichts rum. Ich habe alles im Platz. Ich kann es wegstellen. Und so könnt ihr das auch machen. Jetzt in einen Schrank stellen und euer Zimmer ist schon aufgeräumt. Also, viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!